Die Zahl der Radfahrer wächst und wächst. Nicht nur in den Großstädten, doch es wächst auch die Zahl der Unfälle mit dem Rad. Rund 400 Radfahrer verunglücken in jedem Jahr in Deutschland tödlich. Rund 77.000 werden schwer verletzt. Tendenz steigend. Passionierte Radfahrer wie Christoph Schmidt gehen jeden Tag ein höheres Unfallrisiko ein als Autofahrer. Die Gefahr, zu Fall zu kommen, ist höher, weil die Radwege in einem schlechteren Zustand sind, klagt er. Autostraßen haben weniger Schäden. Es ist schon so, dass wir Straßenschäden in der Form, wie wir sie auf den Radwegen haben, in der Regel gar nicht haben. Vielleicht mal auf Seitenstraßen, aber nicht in der Form, dass jetzt wirklich jemand zu Schaden kommt. Da reden wir jetzt nicht nur über eine kleine Beule oder was auch immer, sondern gegebenenfalls kommt jemand, stürzt und stürzt gegebenenfalls in den Pöller rein und wird auf einem Auge blind. Also das sind richtig Folgen, die da entstehen können. Radwege wie dieser in der Kölner Innenstadt sind keine Ausnahme. Auf den ersten Blick schon erkennbar, ist die Fahrspur für das heutige Verkehrsaufkommen zu schmal. Was aber die Fahrt zur Tortur machen kann, sind lose Pflastersteine. Vor allem in der Dunkelheit ein hohes Unfallrisiko. Nach einer Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen verunglückt die Hälfte aller Radfahrer nicht durch eine Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern. Der Hauptgrund? Der schlechte Fahrbahnbelag. Zuständig für die Unterhaltung der Radwege sind meist die Kommunen. Sie haften also auch für Unfallschäden, die durch schlechten Belag entstehen. Dennoch raten Rechtsanwälte meist nicht zu einer Klage gegen die Kommune. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Erfolgsaussichten vergleichsweise gering sind. Ich würde so pauschal in etwa eine Größenordnung von 10% nennen. Das liegt daran, dass die Gerichte sehr zurückhaltend sind, einem Geschädigten entsprechende Schmerzensgeldbeträge zuzuerkennen, mit dem Argument, der Geschädigte hätte ja auch das Loch sehen und drumherum fahren können. Der Radverkehr nimmt immer stärker zu. Solche Zeltstellen im Asphalt zeigen die rasante Entwicklung. Innerhalb von 4 Wochen fuhren hier über 30.000 Radfahrer in die Innenstadt und zurück. Wir haben insgesamt mittlerweile 11 Dauerzählstellen in Köln für den Radverkehr. Davon gibt es auch 2, wo wir den Autoverkehr mitmessen. Und wenn man mal eine Stelle nimmt wie vom Kaufhof an der Ost-West-Achse, in den letzten 15 Jahren folgende Entwicklung: Autoverkehr von 33.000 auf 27 und Radverkehr von 4,5 auf 9,5. Solche sanierten Radwege sind jedoch auch in Köln nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Die Mehrzahl weist Schäden auf, zum Teil schon seit Jahren. Normalerweise müssen Radfahrer auch Radwege benutzen, sonst riskieren sie ein Bußgeld von 25 Euro. Diese Pflicht zur Nutzung entfällt jedoch, wenn Schäden vorhanden sind. Der Schaden muss zum einen gravierend sein und natürlich auch über eine gewisse Strecke vorliegen. Das heißt, wenn ich einen Schaden habe, der nur rein punktuell vorhanden ist, dann kann ich ja drumherum fahren oder nur in diesem Bereich der schadhaften Stelle auf die Straße ausweichen. Und die Beschädigung des Radweges muss so aussehen, dass ich mich ansonsten, wenn ich den Radweg benutzen würde, selber in Gefahr begebe. Manche Radfahrer riskieren da lieber das Bußgeld und meiden unsichere Radwege grundsätzlich.